Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Wunschmatch dieser Network-Ausgabe. Keine Sorge, die anderen Wunschmatches kommen auch noch halt bei der nächsten Network-Ausgabe. Das ist ja auch kein Problem, es wird kein Match vergessen. Aber jetzt erstmal zu diesem, und zwar Randy Phantom gegen Goldust. Oh, Goldust hier sofort mit einem Power Slam. Kontra von Randy Phantom. Ah, Judo-Wurf. Und ein Whip-In. Aber gucken, ob dieses Match anders verläuft wie das letzte. Das war ja Sinking gegen Hello Wicked. Wo ja Hello Wicked unerwartet gewonnen hat. Aber hätte ich nicht gedacht. Aber mal gucken, vielleicht kann Goldust es ihm ja gleich tun. Aber Randy Phantom natürlich erfahren. Ist auch schon seit der zweiten Staffel dabei. Whip-In von Goldust. Konter. DDT. Vom Mann der New Luna Republic, die ja so ein bisschen sich am Aufbröseln ist. Weil ja El Scorpio jetzt irgendwie auch so ein Ego-Trip ist. Meint, er wäre die Zukunft des Universe. Gut, ihr kennt das, meine Storylines mal wieder, was ich mir hier so ausdenke in meinem kranken Köpfchen. Und gekontert wieder mal mit einem DDT. Clothesline von Galdes, dem goldenen Dropkick. Ah, das Match geht hin und her. Oh, mit dem Pöter geht's voran. Wie gesagt, das Match geht jetzt gerade hin und her. Der eine kontert den anderen aus. Sag ich doch. Power Slam. Er wollte ihn, glaube ich, anspringen mit einem Dropkick. Na Gott, das bringt gerade ein bisschen mehr Ruhe rein. Ja, der Schlag ging ins Leere. Jetzt ein Clinch von beiden. Und da hebt er ihn einfach hoch. Na gut, Randy Phantom nicht gerade der schwerste. Ist auch jetzt so ein bisschen unterliegen. Ja, komm, jetzt. Nee. Doch, Goldust. Immer noch. Der Vorwärtsbewegung fängt sich aber jetzt erstmal ein Konter ein. Ja, da wollte er wieder seinen Tritt zeigen. Wird aber gekontert und. Ach, ich dachte, das wird ein Aufgabegriff. Konter. Oh, auch gekontert. Ah, Suplex und Randy Phantom geht erstmal nach draußen. Der will ein bisschen durchschnaufen. Jetzt mal ein bisschen durchatmen. Ja, Goldust mit nach draußen. Randy einfach mal wieder rein. Eine Ohrfeige. Gut, solange Goldust nicht anfängt, jetzt ihn auch noch zu küssen. Auf seinem Mücken Splash, aber der Splash. Ja, das haben wir von Linkskirchen hier gesehen, von Simken. Da gingen die Sprünge auch meistens daneben. Zumindest was die Finish angeht. Deswegen konnte er Hello Wicked auch so ein bisschen sich einen Vorteil sichern. Neckbreaker von Galdest. Ja, gut, der hat natürlich weitaus mehr Ringerfahrung als Randy Phantom. Oh Gott, ist wahrscheinlich auch doppelt übermäßig, doppelt so alt. Der ältere Herr. Schön hochgesprungener Elbow. Das Ganze sogar zweimal. Na, das war der Signature. Mach das Zeichen, komm. Steh auf, alter Mann. Ja, und da gab es den Finisher. Reicht das? Nein, Goldust kommt bei 2,5 noch raus. Und hat seinerseits den Signature voll. Und zeigt einen Backdrop.
The intensity in this has been incredible. Ja, und da Suplex nach vorne. Ja, und Randy fährt erstmal wieder aus dem Ring raus und läuft jetzt erstmal eine Runde weg vor Galdest. Mal ein bisschen durchatmen. Und geht in den Ring. Galdest natürlich hinterher, ganz klar. Ja, ich glaube, er will immer dieses Überraschungsmoment ausnutzen, wenn er Juste in den Ring kommt. Ja, und da kommt der Finisher von Galdest. Oh, 2,8, sage ich dazu. Oh, Aufgabegriff. Ja, ich glaube, nein, das wird nichts, das wird nichts. Langsam geht es Richtung B. Ah, da kommt er raus. Zeigt einen Dropkick. Und noch einen von seinen hoch eingesprungenen Elbows. Ja, das war klar, dass das nicht klappt. Da sollten sich die Leute mal abgewöhnen, dieses dauerhafte aufs Apron laufen und dann springen. Das klappt irgendwie nämlich nicht. Aufgabegriff! Ja, die Beine sind aber nicht wirklich angeschlagen. Gut, jetzt natürlich ein bisschen mehr als vorher. Galdes hier mit Schlägen. Mit beiden Händen. Ah, jetzt geht er auf die Arme los. Jetzt will er wahrscheinlich jedes Körperteil irgendwie mal so ein bisschen malträtieren. Cover. Ja, kommt Randy Phantom aber noch raus. Dropkick. Oh, was Galdes kann, das kann Randy Phantom auch. Nämlich auf Körperteile losgehen. Ah, Konter von dem goldenen Galdes. Oh, ein Roller. Wird umgedreht. Nein, Galdes kommt raus. Und nochmal, das Cover. Reicht's? Zwei? Nein. Und Konter. Oh, Galdes kann den Sack jetzt zumachen, rein theoretisch. Und ich glaube, das wird er auch. Also sollte er jetzt seinen Finisher anbringen, ist es over. Da werde ich kurz wahrscheinlich nicht mehr rauskommen. Ja, Phantom kommt noch raus. Nach dem Signature. Und zeigt einen Tritt in den goldenen Rücken. Und er zeigt seinerseits den Signature. Mit Cover hinterher. Reicht es? Zwei? Es reicht. Randy Phantom gewinnt. Puh, das war jetzt ein Match, das ging immer wirklich hin und her. Obwohl die meiste Zeit Galdes zur Schlussphase hin dominiert hat. Also meistens zumindest. Ja, und damit ist die erste Ausgabe von Network vorbei. Ja, kommen wir gleich zu Main Event. Ich habe ja auch die ganzen Matches bei denen mal runtergesetzt. Also sind jetzt nicht mehr insgesamt 7, sondern bei den Hauptshows auf 5 und bei Main Event auf 3. Reicht ja eigentlich auch. Ja, dann ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es im Main Event rund geht. Ja, und da sind wir schon bei Main Event. Es sind nicht 3 Matches, sondern 4 Matches. Wir sind immer noch auf der rechten Seite. Gut, Jack Swagger gegen Roman Reigns, das kann man simulieren. Okay, Bliss Kyo gegen Tyler Reeks, Angehöriger des Raven Flocks. Starten wir das Geschehen. Mal so, irgendwie, irgendwo. Mal gucken, Sean Ken hat ja sein Match bei Dingenskirchen
Mein Network verloren. Mal gucken, ob sich sein Tag-Team-Partner besser schlägt. Ja, ich spiele natürlich mit der Rechtsseite, also Tyler Reeks. Gucken, vielleicht schlägt... Ja, Bliss Kyo, ja auch Tyler Reeks kann ja auch sein. Erstmal Schulterstöße. Und Schläge auf den Schädel. Ah, Konter von Bliss Kyo. Ich dachte, wir sehen gar nichts von ihm, dass das jetzt hier so eine ganz klare Angelegenheit wird. Aber bisher sieht es ja danach aus. Bliss Kyo erst mit einem einzigen Konter. Ja, beide neu hier im Universe-Mode. Ich glaube, Bliss Kyo ein bisschen der muskulösere von beiden. Ja, doch. Muskulöser als Tyler Reeks. Ja, vielleicht mischt sich ja auch der Tag-Team-Partner von Tyler Reeks ein oder von Bliss Kyo. Ist ja mal schön, wenn sich überhaupt mal einer während des Matches mal einmischen würde. Konter. Da läuft Bliss Kyo einfach mal ins Leere. A Big Boot von Tyler Reeks. Da verdreht er ihm erstmal richtig schick den Arm. Und da gibt es noch... Ja, ein Suplex. Schöner Konter. Von Bliss Kyo, den er auch ganz gerne ein zweites Mal zeigt. Einfach mal mit den Füßen in die Magengrube. Ja, Schulterstoß. Und Kopfstöße gegen Matte. Kopf gegen Matte. Wer gewinnt? Die Matte. Nein, Chuck Norris gewinnt natürlich. Wer denn sonst? Nein, der ist nicht da. Oh, Aufgabegriff. Ja, Tyler Reeks nicht sonderlich gut drauf. Aber kann noch ein Big Boot zeigen. Ich bin mal gespannt, was bei der nächsten Großveranstaltung so abgehen wird. Das ist ja Money in the Bank. Mal gucken, ob CAWs dabei sind im Money in the Bank Match. Und vor allem, welche hat er denn jetzt davor? Oh, das hat gefruchtet. Oh, nochmal dieser Stomp in die Magengrube. Ah, Konter. Und Tyler Reeks nimmt ihn hoch. Konter von Bliss Kyo. Gut, warum auch nicht? Auf jeden Fall sieht er jetzt schon besser aus als sein Tag-Team-Partner. Der gegen Hello Wicked richtig schön aufs Maul bekommen hat. Ja, Tyler Reeks, der versucht hier Richtung Ringseil zu kommen. Sieht auf jeden Fall nicht allzu gut für ihn aus. Whip in. Konter. Noch ein Konter. Jetzt geht's hin und her. Ich kann mir nur vorstellen, dass... Ja, ich dachte, er will jetzt ein Signature machen, aber... Nö. Ah, da dreht er ihn einfach mal auf den Kopf. Und das wird... Ein Stomp! Und da fegt es sogar die Beine... vom Ringseil... hinfort. Ja, kommt er angeflogen, aber Tyler Reeks geht einfach nach draußen... Das bringt nichts. Bliss Kyo immer noch in der dominanteren Position hier. Ja, und was zeigt er? Eine Art, weiß ich nicht, Mischmasch aus Powerbomb und Piledriver sah das aus. Auf jeden Fall das Cover. Und Tyler Reeks verliert. Bliss Kyo gewinnt sein erstes Match im Gegensatz zu seinem Tag Team Partner. Ich wollte auch einfach seinem Tag-Team-Partner mal zeigen. So geht das. So gewinnt man. Und damit Bliss Kyo, der Gewinner des ersten Matches bei Main Event.
Ja, kommen wir gleich zum nächsten Match. Kommen gar keine Zeit hier groß verlieren.